2. März. Engelmar Unzeitig. Am 1. März 1911 wurde Hubert Unzeitig in Greifendor bei Zwittau im Schönhengstgau geboren. Nach der Volksschule arbeitet er zunächst in der elterlichen Landwirtschaft. Mit 17 Jahren trat er dann in Reimlingen bei Nördlingen in die Kongregation der Marianenhiller Missionare ein. Dort erhielt er den Ordensnamen Engelmar. Nach den theologischen Studien in Würzburg folgte 1939 die Priesterweihe. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhinderte einen Einsatz in der Auslandsmission. Pater Engelmar wurde in Österreich eingesetzt, zuerst in Riedeck, dann in Glöckelberg. Am 21. April 1941 wurde Pater Engelmar wegen heimtückischer Äußerungen und Verteidigung der Juden verhaftet. In der Verkündigung und im Religionsunterricht hatte er gegen die nationalsozialistische Verfolgung von Juden Stellung genommen. Am 8. Juni 1941 wurde er ins Konzentrationslager Dachau eingeliefert. Im November 1944 brach im KZ eine Flecktyphus-Epidemie aus. Pater Engelmar meldete sich freiwillig zur Pflege der Kranken. Hier war er nicht nur Pfleger, sondern auch Seelsorger. Hunderte von Patienten begleitete er in den Tod. Selbst mit Flecktyphus infiziert, starb Engelmar Unzeitig am 2. März 1945 im KZ Dachau. Er wurde am 24. September 2016 in Würzburg als Märtyrer selig gesprochen. Aufgrund seines Protestes gegen die Judenverfolgung war der selige Engelmar Unzeitig ins KZ gekommen. Dort lebte er das vor, was er als Christ vom aufrichtigen Umgang mit anderen erwartet hätte: Sorge und Barmherzigkeit. Freiheitlich und demokratisch geprägte Menschen sind es gewohnt, bei Bedarf gegen alles und jedes zu protestieren. Wir beziehen Stellung, wann immer es uns beliebt. Oft haben wir dazu einen berechtigten Grund. Das Lebensbeispiel des seligen Engelmar Unzeitig zeigt sehr deutlich auf, dass jeder Protest, der aus Überzeugung adressiert wird, erst durch das Vorbild eines authentischen und glaubhaften Lebens auch wirklich glaubhaft wird. In einem Brief aus Dachau brachte der selige Engelmar seine Überzeugung auf den Punkt, wenn er schreibt: Liebe verdoppelt die Kräfte, sie macht erfinderisch, macht innerlich frei und froh.